Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play mit Mr. Klotzkowski. Ja, wir sind immer noch mit bei Mors. Wir haben Jenna Graunstein jetzt aus Mulwarft quasi gerettet. Der gute Godric Dornhall, angeblich gesandt von Jon Arryn, der Hand des Königs, der ehemaligen Hand des Königs. Auch bei Mors ist mittlerweile die Hand des Königs verstorben. Jon Arryn erlag einer Krankheit und sendete noch vorweg einen Brief zu Mors, in dem er bekundete, dass er Angst um das Reich hätte und die Feinde bereits in seiner Nähe wisse. Ja, und wir haben als Mors jetzt mittlerweile, wie gesagt, Jenna Graunstein nach zur Schwarzen Feste eskortiert und schauen einfach mal, wie es jetzt weitergeht. Es kann sein, dass wir jetzt auch gleich wieder zu Alistair wechseln, deswegen entschuldige ich dann, wenn dann den unglücklichen Schnitt, aber ich war das letzte Mal, also nach diesem Kampf, einfach mega fertig und auch nachdem ich Alistair davor aus dieser Zelle befreit habe, war alles nicht so schön. Und übrigens habe ich die Dialoge auch wieder auf Englisch gestellt, weil mir die deutsche Synchronisation wirklich etwas, wie soll ich sagen, naja, sie war nicht ganz so prall, ehrlich gesagt. Und übrigens habe ich auch eine Funktion gefunden, in der ich die Helme quasi in den Dialogen anlassen kann. Das habe ich jetzt auch einfach mal eingestellt. There you are, Mors. Methinks that the Lord Commander will be pleased to see you again. He's been watching for your return for a while now. Nice little trophy you have there. I can keep it warm for you. Keep your thoughts to yourself, Grants. I was only trying to be of service. Ja. Wie gesagt, die Nachtwache darf sich keine Frau nehmen, darf keine Liebe empfinden und biologische Triebe sind da natürlich, jedoch ist auch hier diese Umgangsweise in dem Universum halt enthalten. Was will man dazu sagen? Egal, ich rede schon wieder zu viel um den heißen Brei. Jorah Mormont. Nicht Jorah. Jorah war der Sohn. Ja, Mormont, bitte. Zur Wort melden. Mors, we were expecting you. I see you've found what you're looking for. Isn't Sir Godric with you? No, Jor. That vermin tried to kill me. He's an imposter. What? Tell me. I need to know everything. Yes, and without Patrick's help, we might not have made it back alive. This man was carrying a letter signed by Jon Arryn himself. If we find out that he does indeed serve the King's hand... I believe the girl. Jon Arryn would never have allowed his men to attack a sworn brother. I hope you speak the truth, Mors. You said the imposter took flight. Do you know where he's gone? He managed to cover his tracks, but I don't believe that he left the area. He seemed desperate to get rid of the girl. He will not stop until she is dead. Or until we stop him. But that's not the worst of it. This filth paid some of our own brothers to attack us. What? I sent Theomar and two other men to the imposter's camp to ensure that no further misdeeds take place. I ran into them again on our return trip. That's when they attacked us. Apparently, our enemies had enough time to convince them to betray us as they guarded the camp. Now that explains it. We arrested some of his men as they tarried in Castle Black without permission. I intended to deliver them to the Lord, so that he could punish them himself. The incident appeared harmless, but now I fear it might be more serious than it seemed. We must sort this out. Bring the prisoners. We found out that your commander masqueraded as someone else, so he could manipulate us and use the Night's Watch to further his own ends. A serious act, punishable by death. You are his accomplices, and will receive the same punishment. We had no idea, my lord. We're just soldiers. Ja, wir fragen erstmal, was hatten Sie in der Schwarzen Festung zu suchen? Do you take us for idiots? Why were you prowling around? We were sent here to soften up the brothers of the Night's Watch. Admit it.
You were here to turn them. Our master just wanted us to test the waters. To see if some of you would be willing to help us in exchange for your freedom. That's all. I see. So you did indeed have a hand in these vile acts. Sie können sich der Nachtwache anschließen. Sie werden für ihre Verbrechen mit ihrem Kopf bezahlen. Ja, ich würde auch. Ich tendiere eher dazu, an ihnen ein Exempel zu statuieren. Das ist vielleicht auch, man weiß ja nicht, wie weit sie ihre, sozusagen ihre Finger schon ausgebreitet haben, wie viele Leute schon sozusagen mit dem Desertieren oder über das Desertieren nachdenken. Und diesen Leuten sollten wir eine Warnung aussenden. Lord Commander, I believe that these men deserve to be punished. Unfortunately, I agree. Brothers of the Night's Watch, kill these men! Oh, okay, ich dachte, wir werden jetzt mit einer Art von Szene belohnt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, gut. Was für eine Unterbrechung? Schaden. Flächenschaden. Und Moss macht das die Blutung und das und dann. Ich verliere hier. Das ist schlimm, weil ich verliere hier mal relativ leicht die Übersicht. Nee, das machen wir nicht. Ich würde dann trotzdem rein. Ja, wir müssen auf jeden Fall grob Schaden austeilen. Sehr schön. May the death of these men serve as an example. Other brothers were corrupted. It's now certain. Some have already fallen by your hand, but how many still remain? The imposter continues to roam our lands, and we cannot even trust our own men. Yep, wie ich es befürchtet habe. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für den schlechten Schnitt. So, ja, aber beim Alistair sah es jetzt nun so aus. Wir waren auf der Suche nach Gawain, oder Gawain, um das Kopfgeld für die Ermordung eures Bruders, beziehungsweise wir wollten eigentlich das Kopfgeld sozusagen nichtig machen durch eine Audienz bei der Königin. Im Vorfeld haben wir uns aus dem Roten Bergfried herausgeprügelt. Nicht ohne das ein oder andere Mal daran zu scheitern. Und naja, ich lese einfach mal vor. Bei eurer Ankunft in Königsmund habt ihr bald erfahren, dass auf eurem Bruder Gawain ein Kopfgeld für die Ermordung eures Vaters ausgesetzt wurde. Ihr seid zum Haus der Sarviks geeilt, wo sich Gawain am ehesten aufgehalten hätte. Aber traft ihr auf Valar, euren Halbbruder und zugleich Verlobten eurer Schwester. Wir versuchen immer noch, unsere Schwester aus diesem Bündnis heraus oder aus diesem Arrangement herauszulösen. Er war mehr als erfreut, euch mitzuteilen, dass er damit beauftragt wurde, euren Bruder aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen. Wahrscheinlich als treuer Eid gegenüber der Königin. Überzeugt von der Unschuld eures Bruders, betratet ihr das versiegelte Haus, wo ihr gehofft habt, Beweise zu finden, die ihn entlasten würden. Was ihr fandet, führte euch zu Falena, einer Prostituierten, mit der Gawain ein Verhältnis hatte. Und glücklicherweise wurdet ihr anschließend durch die Stadtwache verhaftet und in das Verlies des Roten Bergfriedes gesteckt. Allerdings bekamt ihr unverhofft Hilfe von Varys, dem Meister der Flüsterer, der seltsamerweise auf eurer Seite zu sein scheint und euch die Flucht aus dem Verlies ermöglicht. Nachdem ihr einen Weg durch das Gefängnis und den gewundenen Korridor des Roten Bergfriedes gefunden hattet, Entschuldigung, ich versuche das jetzt einfach mal so im Satz vorzulesen, ein bisschen zusammengefasst. Ach nein, wisst ihr was, ich fange nochmal von vorne an. Nachdem ihr einen Weg durch die Geheimgänge und den gewundenen Korridor des Roten Bergfries gebahnt hattet, konntet ihr den Thronsaal erreichen, um eine Audienz bei Königin Cersei Lannisters zu erbitten. Sie schlug euch eine Abmachung vor, ihr würdet alle Titel und Ländereien zurückerhalten, wenn ihr zustimmt für sie oder... Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf den Knopf gedrückt. The Queen has kept me waiting for quite some time. She must be speaking with Valar. Whatever happens, I will not let him wed my sister and become the new master of Riverspray. I suppose you'll be wanting to marry her after that offer as well. Hier haben wir Marcella, Tommen und Joffrey. Und Cersei im Hintergrund. Alles drei ihre Kinder, aber nicht die von Baratheon. Naja, also auf jeden Fall hat sie gesagt. Your Grace,
My dear Alistair, thanks to the information obtained by Sir Valar's spies, we have made much progress in our attempts to reveal those who would dare to conspire against the Crown. For that, you have my gratitude, Sir Valar. Thank you, Your Grace. I give you both free rein to track down the man who calls himself the Mother Hen and those he protects. That outlaw is in possession of important documents. Find them and ensure that he and his followers suffer the punishment that they deserve. You must cooperate in order to complete this mission. Beware of the Mother Hen, who seems to have unexpected resources. I have located someone who will lead us to him, Your Grace. My Bloodseekers are ready and await me in the city to begin the hunt. Excellent. You will explain the situation to Sir Alistair once you have arrived. Honor my name, sirs. Your future depends on it. I'm counting on you. Your success will help me to judge your worth and your devotion to the Crown. Wir sind, wie gesagt, wieder auf Alistair, beziehungsweise wir spielen wieder Alistair und wir haben ein Bündnis mit der Königin geschlossen, das uns unsere Ländereien zurückgeben soll. Dafür müssen wir mit unserem Stiefbruder quasi zusammenarbeiten, um unseren leiblichen Bruder zu fangen oder zumindest seine Unschuld zu beweisen. Ich glaube, Valar tendiert eher nicht zum Zweiteren. Na gut, was war denn hier? Siegel der Erkenntnis. House Lannister. Ja, Archiv. Das ist Robert Baratheon. Sehr schönes Bild. Aber auch wieder Informationen zum Haus Baratheon. Und wir gucken jetzt erstmal, was wir hier wieder an Möglichkeiten haben. Natürlich nicht im Inventar, sondern im Charakter. Ah, wir haben Attribute. Gewandtheit. Erhöhte Geschwindigkeit und genau, ich könnte auch Angriff und euren Gegner schwerer euch zu treffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eurer Lindnerschaden um 2/3 geringer ausfällt, dass ihr dem Angriff letztlich ausweichen könnt. Ja, ich würde da wieder einen Punkt reinsetzen. Intensität wäre das nächste. Selbstvertrauen. Ihr gewinnt mit jedem Ausweichmanöver an Selbstvertrauen. Wirkung Schaden plus 5% nach jedem Ausweichmanöver. Macht natürlich mit unserer vorhergehenden Wahl Sinn. Würde ich jetzt einfach mal wählen. So. Flächenschaden. Ihr greift alle Gegner an, die euch in einem Radius von 3 Metern umgeben. Beim Ausführen dieser Fähigkeit verharrt ihr auf der Stelle. Schaden mal 1. Einhandwaffe. Würde ich auch einen Punkt reinstellen. Wir haben nämlich das Problem, dass wir beim Alleine nicht so viel Schaden über die Fläche bzw. auf mehrere Gegner gleichzeitig auspacken können. Unterbrechungsschaden. Ihr sucht eine Schwachstelle in der Verteidigung eures Gegners und werft ihn zu Boden. Ist auch sehr löblich. Sollten wir auf jeden Fall machen. Roller. Hier können wir auch wieder einen Punkt reinsetzen. Waffe mit Pech und Öl. Schwere Einhandwaffen und Fernkampfwaffen. Benutzen wir Schwerter, Einhandwaffen und Fernkampfwaffen. Ihr setzt Pech und Öl ein, um eure Waffe in Brand zu stecken. Das verursacht erhöhten Schaden und bewirkt, dass sich das Feuer doppelt so gut ausbreitet. So, mehr noch Flächenunterbrechung. Ihr verursacht in einem Radius von 3 Meter bei einem Gegner, der bereits den Status brennt oder Pech und Öl aufweist, eine Explosion. Finde ich sinnvoller. Finde ich sinnvoller, vor allem mit der Unterbrechung. Flächenunterbrechung, das ist durchaus gut. Ja, hier stecken wir auch wieder Punkte in die Schwerter und in die Geschosse. Aber mehr in die Schwerter. Wir setzen nicht so viel auf Fernkampf. Nostalgisch, okay. Geschwätzig, ihr habt bei eurer Audienz mit Königin Cersei eure rhetorischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Abwehren plus 1%. Sehr schön. So. Garrus Merland. As you can see, Alistair, I kept my word. Trade is up and running again, and your town will soon be back to its former strength. I thank you for it, Garrison. Yep. Also an ihn kann ich mich jetzt nicht erinnern. Na gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach den Dokumenten, die die Königin haben möchte. Mit unserem unliebsamen Weggefährten. Ah, wir
Also ich würde mal gerne wissen. Keine Aufforderung auf den Fiolen. Vielleicht finden wir hier auch noch einen Fiolen. Händler. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wo der war. Ah, okay, das ist klar. Hier sind auf jeden Fall die Händler. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir die da unter denen finden. Weil ich möchte jetzt mich wirklich gerne mit so etwas hier, also mit Flächenunterbrechung, möchte ich mich schon gerne vertraut machen. Dementsprechend können wir da ruhig ein bisschen hoch. Jetzt spanne ich mal weiter. Ein bisschen Zeit darauf verwenden. So, ich glaube, der Händler war, genau, der war hier in dem... Ja, das ist ein Tankhändler. So, wir schauen kurz. Entzünden. Oh, Askus. Entzündbares Öl. Ja, die wollen wir damit befüllen. Und... stellen einen großen Teil unserer Lebenskraft wieder her. Wollen wir auch gerne befüllen. So, jetzt sind wir ausgerüstet. Wir speichern nochmal ganz kurz. Und dann können wir auch schon weitermachen. So. Ah, ich mag dich, dass der Typ bei uns ist, aber naja. Wir können anscheinend nichts dagegen machen. So, da sind wir sogar in der Nähe. Das trifft sich natürlich sehr gut. Und da sind auch schon die Bloods, the Bloodseekers. I imagine that they're the famous Bloodseekers whose merits you extol to the Queen. That is indeed them. Jon D'Azil and Wex, whom you see here, are my lieutenants. Der Typ in der Mitte, kann das sein, dass nicht der auch im Endeffekt vorgegeben hat, der Gesandte von Lord Arryn zu sein? Ah, wir geben da jetzt so keine Meinung ab, natürlich. Gibt sich Valar mit solchen Menschen, die bereit sind, für Geld wahrscheinlich alles zu tun. It is time to take care of the task that the Queen gave us. Apparently, it begins here, in this pottery workshop. What does the potter have to do with the man we seek? The Mother Hen does not carry this name by chance. The man has many protégés in King's Landing. One of them is a potter's apprentice here. He is named Harry Waters. He is a bastard. My spies reported that the Mother Hen's men watch him closely. Let's go rough him up a bit. It should get the Mother Hen to come out of his hole. Jon, tell us what you have learned. Young Harry is working here now, I am sure of it. On the other hand, he is not alone. The shop is full of apprentices. Old Jeremy loves the company of young boys from what I've heard. What shall we do with these other sweet lads? Kill them. I won't have them running around talking about what they saw. Ach, erledigen wir das schnell. Oh, okay. Nein. Nicht. Nee, wir machen. Für diese Aufgabe werden wir nicht das Blut unschuldiger Menschen an unseren Händen haben. Then it would be best to start by not killing anyone. When swords do the talking, things quickly get out of hand. That Harry, does he know you? Does he have reason to be wary of you? Not yet. Why? Then let us simply ask to speak with him. Let us bring him to a private place and take care of this matter without touching his companions. Their deaths will bring us nothing. I always forget what a delicate constitution you have. But perhaps you're right for once. You three, stay back and let Alistair talk. If the potters get restless, you know what to do. Let's go. Gut, dass wir das im Endeffekt geklärt haben. My lords, what an honor your visit is for me. I am Jeremy, Master Potter. I own this modest establishment. How might I be of assistance to you? Dennis, go fetch wine from the trial for their lordships. Move it! Yes, Master. The wine will not be necessary, thank you. We would like to speak with one of your apprentices, a certain Harry Waters.
This is where he works, is it not? Harry? Yes, he works here, but has he done something wrong? Yeah. No, do not worry. One of my servants had a quarrel with him recently regarding a gaming debt. This situation is embarrassing and I would like to see it dealt with before leaving King's Landing. I would like to give compensation to your apprentice myself. That is very commendable of you, my lord. I'm certain that Harry will appreciate it. Unfortunately, he's not available at the moment. He's not here. But I will tell him of your visit, never fear. Do not mock us, Potter. There's no need for that. What is wrong with you? This old goat is dripping with fear, Alistair. He won't give us the boy if we ask nicely. Is there something wrong, Master Jeremy? Dennis, don't get involved in this. Sirs, your hostile manner is unwelcome here. I must ask you to leave. Ja, ich doch, wir müssen, ich bleibe auf dem Pfad von Alistair. Ich finde Valars Herangehensweise überhaupt nicht vernünftig. Hold your tongue, boy, if you want to keep it. The only one we're interested in is Harry, Master. For the good of everyone here, you would do best to tell us where he is. Yes, of course. He's just inside. Please forgive Dennis, my lords. He didn't think he was doing any harm. I'll have him whipped, yes. Now here's a person who knows when it's best to grovel. His way of crawling is edifying, Alistair. You should learn from it. Let us go find Harry, Valar. Hurry up and be done with this mess. Oh, ich hab hier die Möglichkeit. Warte mal, wie war denn das jetzt nochmal? Ah nee, das war er. Okay, jetzt haben wir zumindest hier ein bisschen Gold rausgeholt. Also beziehungsweise Silberhirsche natürlich. Murderers! You will not touch a hair on that child's head! Ah, the mother hen's lackeys. I wondered when you would finally join in the fun. Lord Waymer, what's all this? Who are these men? They're coming for you, Harry. Stay inside, you'll be safe. We'll see about that. Okay. Was kann denn Monsieur hier so schönes? 2 Waffen Schaden. Flächenunterbrechung. Unterbrechung. Flächenschaden. Ja, dann machen wir erstmal das. Und das gleich noch hinterher. So, und wir schnappen uns ihn hier. Machen das hier. Und dann das hier. Und. Ah, verdammt. Okay. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Ja, dann lassen wir das erstmal mal angriffen. Ich würde jetzt ungern schon wieder. Ja, ihn lassen wir mal Energie regenerieren. Und dann gleich nochmal schönen Flächenschaden hinterher. So, wie sieht's mittlerweile bei Alistair aus? Nicht genügend Energie. Okay, das Feuer hat sich verteilt. Jetzt möchte ich gerne mal. Okay, wir haben das zumindest mal angetestet, aber es hat natürlich nicht effektiv gewirkt. Go back to the hen house immediately. Warn the mother hen. Stay where you are, child. Run! We can't lose sight of him. Ja, rennt. Wir sollten ihn nicht aus den Augen verlieren. Währenddessen fledere ich noch ein paar Leichen. Get away, rascals!
So, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil es gibt ja doch ein paar Sachen, die man ausweichen sollte. Das ist doch das Zauberwerk anwesend. Do you really believe that? There, he didn't get far. He's running out of breath. He's almost out. Ja, es ist relativ nicht so schwer zu folgen. The kid left us behind. Hells. Complain as much as you want. Was? It won't make him turn around. I hope you have a backup plan. Do not push me, Alistair. I am not in the mood. Let us return to the Potters. Perhaps my men managed to hold onto a prisoner. If so, we still have a chance to track them down. Das haben wir doch gar nicht. Er war doch eben noch hier. Naja, vielleicht war das vom Spiel auch gar nicht vorgesehen, dass wir so weit kommen. Na, ich mach das einfach mal zum Schluss so. Ich glaube, wir heben uns jetzt im Endeffekt das Feuer und sowas, heben wir uns jetzt auf für Kämpfe, wo wir es wirklich benötigen. Und flammen das dann nicht einfach so raus. Flammen das nicht einfach so raus, ja. Also dem würde ich jetzt einfach schon mal sagen, das nehmen wir uns jetzt einfach vor, weil dafür ist die Fiole, die Aufwendung der Fiole momentan noch relativ teuer und abgesehen davon sind wir ja nicht mehr alleine und da können wir auch... Sir Velar, were you able to catch the bastard? He managed to get away from us. What is the situation here? Other men of Mother Hen fell upon us. They scattered once they realized that the child is no longer here. Are there any survivors? Perchance they have some information. There's naught left of most of them except blood and guts, but one still seems to be in one piece over there. He will do. Yep, dann befragen wir ihn mal. I'm searching for your master, the one who calls himself the Mother Hen. Tell me what you know. Yourself. Yep. You're only wounded. I knew worse in the war. A maester should be able to sew you up. Your choice, life or death. In both cases, I can grant your wish. I want to live. So, you will have to surrender to me. I am Sir Alistair of House Sarwick, and I will ask you two things. You will tell us where to find your master. And you will forswear his service. You will in no way warn him that we are coming for him. Understood? Then swear to it. I, Waymar Surly, do surrender to you, Sir Alistair, and I accept your conditions. I swear upon the Father, upon my life, and upon the honor of my house. Very well. I accept your surrender. Now, tell me where to find the Mother Hen. We are using an old inn as our headquarters. We call it the Hen House. It's in the Flea Bottom district. Very well. No doubt curiosity will draw someone here soon. You must ask them to take you to a maester. You shall live, Surly. You may give thanks to R'hllor for his mercy. You've mothered him enough, Alistair. That wretch didn't deserve it. Let us go. Yep. Valar ist mit unseren Entscheidungen mehr als unzufrieden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, unschuldige Menschen müssen hier nicht leiden. Und dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass wir da im Endeffekt genau das rausbekommen haben, was wir wollten. Und hätten wir ihn sozusagen gequält, ja, dann hätten wir das vielleicht auch rausbekommen. Nun ja, ist ja die Frage, ob er jetzt die Wahrheit sagt. Das kann man jetzt einfach nicht wissen. Ach, ich springe jetzt einfach mal hier. Ach, ich kann doch nicht mehr hier runterspringen. Ja, gut, alles klar. Dann gehen wir halt außen rum. Ja, da sind mehr von da. Witzigerweise sind das Arends-Leute. Ich habe da Befürchtungen. Beziehungsweise ich
Aber der Vermutung, wer die Mutterhenne sein könnte. Aber ist natürlich keine Gewissheit. Oh ja, genau. Ihn unterbrechen wir. Unterbrechung, Unterbrechung. Und dann... Das hat sehr gut funktioniert. Oh, oh, da machen wir... Oh, da kommt ja gut was rum. Oh, da kommt ja richtig gut was rum. Ja, und er ist hier volle... Also, er ist volle Hütte beschäftigt. Schaden, hier streckt er einfach in die Gegner. Durchstecht die Rüstung des Gegners, so fügt ihn meinen bluten Wunde zu. Auch schön. Können wir das vielleicht unterbrechen? Ah, wir haben nicht genug Energie. Sieht's hier aus? Auch nicht genug Energie dafür. Ja, aber wir bleiben da. Hier gibt's ja sowieso an sich nicht mehr viel zu tun. There is the hen house. Our hunt is coming to an end. Dezeel, I hope that my bloodseekers are ready. Yes, sir. They are surrounding the house as you ordered. They will kill any who attempt to flee. Perfect. I saw movement behind the windows. They know that we are here. They were expecting us. You smell that, Alistair? It's the smell of fear. The hen got his foot caught in our trap. Right now he must be cursing his own stupidity. You're drooling with pleasure. Why not? This is a moment to be enjoyed. My enemies are about to stumble and their fall will increase my power. It is sweet nectar to one who lives by his sword, Alistair. It is my honor. Attack! More than 8,000 years ago, humanity itself was nearly lost during the Long Night. Our predecessors then built the wall. This massive wall of ice. It protects the realm of the Seven Kingdoms from threats beyond the wall. Defending it is our purpose, our duty. If you betray your brothers, if you break this sacred oath, you will be met with one punishment. Death.